I love Mathe. Ich liebe Mathematik. Mathematik ist großartig. Guten Abend zum Studientalk. Wenn Sie jetzt denken oder wenn ihr jetzt denkt, wo bin ich da gelandet? Mathe ist überhaupt nicht meine Sache. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Auch dann seid ihr richtig. Denn I love Mathe, das ist der Tag, der wieder Spaß machen soll. In Mathematik für Mathematik hat der Studienkreis ins Leben gerufen, um das zu fördern. Und wir wollen heute darüber reden, wie man diesen Spaß eben pushen kann und wie man Kinder, die vielleicht Probleme haben mit Mathe, auch unterstützen kann. Sprich, wie kann ich eigentlich als Elternteil meinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen, wenn die mit Mathe Probleme haben? Und wir haben zwei Gäste, mit denen wir heute sprechen wollen. Das eine ist der Mario Förster. Guten Abend, Hallo, Mario. guten Abend. Hallo. Mario ist Gründer und Herausgeber von dem Väterblog und dem Online-Magazin netpapa.de. Er hat auch selber zwei Söhne. Der eine geht in die zweite Klasse und der andere in die fünfte Klasse. Genau. Das heißt, du bist auch tatsächlich schon in der Situation, Mathematik mal mit den Kindern zu machen. Jeden Tag live. Da werden wir einiges zu hören. Außerdem haben wir heute dabei Professor Dr. Johanna Heitzer. Guten Abend, Frau Heitzer. Einen schönen guten Abend auch von Grüße mir. Sie. Hallo. Sie ist Professorin für Didaktik der Mathematik an der RWTH Aachen und sie war außerdem lange Zeit Gymnasiallehrerin für Mathe und Physik, kann uns also auch einiges darüber erzählen, wie es eigentlich im Alltag von der Lehrerinnenseite aussieht. Ich bin sehr gespannt. An euch beide die Frage, euer Bezug zur Mathematik. Ich sage einen Satz und ihr ergänzt einfach mal ganz kurz, wie ihr ihn vervollständigen würdet. Mathe ist für mich. Oft begeisternd und immer absolut wert, sich darauf einzulassen, denn es lohnt sich. Okay. Und Mario, Mathe ist für dich? Definitiv nicht mein Lieblingsfach gewesen, aber jetzt bei meinen zwei Söhnen steht es relativ hoch im Kurs und ich entdecke es vielleicht auch wieder neu. Mal sehen. Okay, also wir merken schon, wir haben hier zwei Pole, einen Mathe-Liebhaberin, jemand, der ein bisschen kritischer auf Mathe guckt. Aber wir haben einen Gedanken, nämlich ich glaube, wir sind uns einig, den Kindern soll Mathe Spaß machen. Ja, und wir wollen überlegen, wie wir das ein bisschen unterstützen können. Ja, weil ich glaube, jeder kann Mathe, oder? Große Teile der Mathematik, denkt man. Jeder kann da an seine Grenzen stoßen, wie das bei Instrumenten und im Sport oder so auch der Fall ist, aber die Schulmathematik ist Für jeden bewältigbar. beherrschbar. Ganz wichtig natürlich noch, ihr seid Teil dieser kleinen Diskussionsrunde, die wir hier machen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe eine Frage an einen von den beiden oder einen Kommentar, ich habe was nicht verstanden, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Wir nehmen das dann möglichst schnell auf und ich werde die Fragen an die beiden weiterleiten. Eine Frage habe ich mir selber schon mal überlegt. Ja, ich habe ja schon gesagt, der Mario hat zwei Söhne. Wie sieht es denn bei denen mit Mathe aus? Du hast schon gerade gesagt, die haben viel Spaß daran, aber gibt es auch Probleme? Musst du mit denen helfen, mit denen arbeiten, die Hausaufgaben machen? Ja, also Mathematik gehört bei meinen Söhnen zurzeit noch in der zweiten und fünften Klasse zu den Lieblingsfächern, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das Spannende dabei ist, dass sie von Grund auf eigentlich eine Motivation mitbringen, die da halt auch ausschlaggebend ist. Und ich muss aufpassen, mich als Vater so ein bisschen zurückzunehmen, um nicht meine eigene, sage ich mal, meine eigene Abneigung, die ich mal hatte, vielleicht als Kind gegen Mathe, meinen Söhnen weiterzugeben, sondern die einfach in ihrer Motivation auch lassen. Ja, Hausaufgaben mache ich übrigens mit denen auch. Das teile ich mir so mit meiner Frau ein bisschen. Okay, ihr teilt euch das sogar auf. Ja. Das ist ja super. Ich frage direkt mal auch die Kollegin noch, die sagt, ich habe auch zwei Kinder, ich glaube 17 und 19, auch zwei Söhne. Die Auch sind zwei wahrscheinlich schon Söhne. raus aus der Schule. Ja, Ja? einer. Der Ein 19-Jährige ist raus. Der studiert Physik. Das sollte man, kann man nicht wärmstens empfehlen, wenn man Mathe so gar nicht mag. Und der zweite ist breiter gestreut. Er mag auch Spanisch, auch Biologie, aber auch Mathe. Okay. Wie war das denn bei denen in der Schule? Hast Ihr du da mit Ding. denen Hausaufgaben gemacht? Ihr Ding. Bei uns nicht üblich. Also auf Nachfrage, Vokabeln abfragen. Ich habe mich interessiert, wenn es mal geht. Und vor Klassenarbeit oder so, wenn die nochmal Fragen sind, dann ist aber auch gegenseitig. Aber sonst eher ihr Ding sozusagen. Solange sie das alles so hinbekommen haben zu ihrer eigenen Zufriedenheit. Okay, das Ja. heißt, du bist ja jetzt selber auch Mathematikprofessorin und warst lange Lehrerin. War Ja. das dann vielleicht auch so ein bisschen die Befürchtung, die frage ich besser nicht? Oder war das vielleicht gerade, steckt das ein bisschen in den Genen, dass
die das gar nicht brauchten. Also die brauchten das nicht. Also die waren jetzt nicht immer glänzend, aber in Ordnung und so, wie sie selbst damit zufrieden waren und so, wie sie auch offenbar jetzt darauf aufbauen können. Und von daher, wie gesagt, ich interessiere mich vor der Arbeit nochmal sagen, lass mal so mitgucken, was habt ihr denn so? Weißt du, welche Aufgaben du da rechnen kannst oder sowas? Oder gerade der Zweite, der auch schon mal in Mathe dann wirklich fragt vor der Arbeit, klar, dann mal erklärt. Wie ist das bei dir, wenn du den beiden Söhnen hilfst, oder welchem hilfst du, den Großen oder den Kleinen? Eher in dem Großen. Eher dem Großen? Ja. Weil der noch größere Schwierigkeiten hat, oder? Genau, der hat ein bisschen Schwierigkeiten, so wie das bei Jungs so im Allgemeinen, die ich so kenne aus meinem Kreis, so ist, dass die Motivation nicht ganz so hoch ist und Jungs eher so ein bisschen später auch in dieses ganze Schulleben starten, ne? Muss man einfach so sagen. Also ich kenne das aus meiner eigenen Entwicklung, das hat sehr lange gedauert, bis da so der Spaß an der Schule entstanden ist. Und bei meinen Söhnen ist es halt so, dass der Große wirklich, der muss motiviert werden. Und das versuchen wir halt, indem wir halt Hausaufgaben oder alles, was mit Lernen zu tun hat, nicht unbedingt stur am Tisch mit Kopf nach unten und auswendig lernen, sondern da wirklich Motivation reinzubringen. Das versuchen wir halt zu machen. Dann bin ich dabei, ja. Gibt es eine bestimmte Lernsituation, wie ihr das schafft, dass ihr sagt, okay, das soll auch eine Atmosphäre sein, ja, wo die Kinder das gerne machen? Wie sieht die aus? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie es halt am besten ist. Und bei Mathematik also hat sich wirklich angeboten, dass wir machen die Hausaufgaben oder das Lernen wirklich mal auf dem Fußboden. Wir nehmen uns Lego mit dazu, wir nehmen uns Spielzeug mit dazu, wir spielen Spiele, auch mal meinen Sohn als Lehrer einsetzen und sagen, okay, du bist jetzt mal der Lehrer und Papa muss jetzt mal die Aufgaben machen und du bewertest mich mal. Also so eine Sachen und binden wir auf alle Fälle mit ein oder im Sommer mal draußen lernen. Das ist auf alle Fälle was wir machen, um diese Motivation beim Kind überhaupt hinzukriegen, weil der hat ein bisschen Probleme in Deutsch und dann kommt so eine abgeflautete Motivation zu halten in der 5. Klasse, ist schwierig. Ja, aber es gelingt zurzeit. Frage an Frau Heitzer, ist das der richtige Weg, da mit Lego zu spielen, das so spielerisch zu machen, oder sollte man eher sagen, so das sind die Hausaufgaben und die gehen wir jetzt 1:1 durch und möglichst schnell? Ja, also eine entspannte Situation ist ohne Zweifel gut, denke ich. Und das kommt auch aufs Kind an und auf das, worauf man sich selber natürlich einlassen kann und sich wohl damit fühlt. Wie gesagt, ich sage immer interessieren. Also ich finde auch nebenbei mal beim Spaziergang oder so einfach mal fragen. Sag mal, was macht ihr denn da so jetzt gerade? Oder was fandst du wichtig? Was fandst du von heute erzählenswert? Eine gute Art. Richtig ist schon, wenn ich dann sehe, die meinen jetzt gar nicht zu lernen, auch nicht vor der Arbeit oder so, dann bringe ich rüber, dass ich finde, man kann da ein bisschen versuchen, das Beste zu geben. Oder in den Sprachen, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, bei meinen Söhnen würde ich sagen, mindestens dem Älteren, der hat halt weniger Sprache gelernt, als er hätte lernen können in der Schulzeit und das ist schon schade. Also. Okay, also hier klappt das mit der Motivation und bei dir hat es dann damals auch geklappt. Mhm. Aber hier kommt eine Frage von der Sarah und zwar fragt Sarah, was kann ich tun, wenn mein Kind bei Mathe dicht macht und alles, was mit Mathe zu tun hat, eine einzige Quälerei ist? Also, ich würde vielleicht also definitiv mal versuchen, der Sache auf den Grund zu kommen, sozusagen. Das heißt, sich einfach erstmal Zeit nehmen, zuhören, warum oder so. Genau, das wäre der erste Schritt. Das denke ich auch so, aus Elternsicht auf jeden Fall auch. Also, gab es die Situation auch bei dir, dass dein Sohn gesagt hat, nee, Papa, du nicht? Auf jeden Fall. Weil die haben ein relativ hohes Volumen an Hausaufgaben und Lernstoff noch. Und man baut dann als Eltern natürlich und vielleicht auch unbewusst einen gewissen Druck auf. Und diesen Druck muss man rausnehmen aus der Familie. Also mal wirklich einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, dann lernen wir halt heute Nachmittag nicht. Dann fahren wir jetzt mal in den Wald, machen einen Waldspaziergang. Und tun uns erstmal so ein bisschen mit der Situation befassen, woran kann diese Blockade halt, woran kann das liegen halt, um das zu lösen. Habe ich da als Elternteil eigentlich eine Chance oder muss ich da irgendwann auch vielleicht zu den Lehrern hingehen und fragen, welches Problem hat denn da mein Kind? Also den Lehrer eher mit ins Boot nehmen, wenn es irgendwie ein bisschen problematischer wird, dass ich das Gefühl habe, wir beide, entweder ist es irgendwie jedenfalls angespannt oder ich habe da keinen Zugang oder ich den Lehrer
mit ins Boot nehmen, finde ich auf jeden Fall richtig, dass man sich mal unterhält, woran liegt es denn oder wie ist die Wahrnehmung so bei den unterschiedlichen Seiten. Das Gute an Mathe ist ja im Prinzip, also also in jedem Alter hat jeder Interessen, würde ich sagen. Also es gibt Themen, über die man ins Gespräch kommt und Mathematik hat die tolle Eigenschaft, dass man eigentlich in fast allen Bereichen auch auf mathematische Fragen kommen kann. Wobei man ja auch sagen könnte, heutzutage, wir laufen alle mit so einem Smartphone rum, da ist ein Taschenrechner drin, ganz viele Geschichten laufen heute über irgendwelche Apps, das heißt, ich bin gar nicht mehr in der Pflicht, selber noch was auszurechnen, das macht eigentlich die Technik für mich. Würden Sie jetzt sagen, das ist eher Fluch oder eher Segen? Weder noch so ein Extrem sozusagen. Es ist eine unheimliche Bereicherung, wenn man es richtig nutzt. Aber das alleine, ich meine, man muss immer noch wissen, wo es hergekommen ist und wie man es kann. Und es ist auch nicht so, dass Sie die mathematische Software gut benutzen könnten, wenn Sie gar nicht selber auch ein Stück weit besser das verstehen sozusagen und darüber hinauskommen. Und weil es Spaß macht. Wir wollen auch sonst nicht abhängig sein, weder von der Technik noch sonst. Ne? Selber nachrechnen können, selber der Sache auf den Grund gehen können, prüfen kommen können, ob es stimmen könnte, ist extrem viel wert im Leben. Oliver Daniel fragt, kreativer Matheunterricht muss fordern und fördern und sollte Logikprobleme und anderes beseitigen. Er fragt es nicht, er trifft die Aussage. Gehen Sie mit? Ach so. Also ich kann zum Beispiel sagen, Mathe ist bei meinem Sohn, beim Großen in der 5. Klasse auch deswegen so beliebt, weil die eine ganz tolle Mathelehrerin haben. Ich habe den noch ein bisschen so interviewt in Vorbereitung auf unseren Talk hier und gefragt, ja, was ist denn an einer Mathelehrerin besser wie jetzt zum Beispiel an der Biologielehrerin? Und er sagt, ja, die macht mit uns halt coole Sachen halt. Er hat mir von Spielen erzählt, dass sie sich da auf den Tisch setzen müssen und wirklich mal aus dieser Arbeitssituation rauskommen und machen dann gegenseitig Aufgaben zu spielen und sowas. Also ich denke, da ein Großteil der Motivation und der Kreativität hängt auch von der Lehrkraft ab, die dem Kind gegenüber sitzt und mit wie viel Motivation die schon dabei ist. Also ich kann mich noch an meinen eigenen Unterricht erinnern. Wir hatten ja sowas wie Rechenschlange. Da mussten wir uns so neben dem Schreibtisch der Lehrerin aufstellen und sie hat eine Mathematikaufgabe gesagt, es gab zwei Schlangen. Und wer es als erster das Ergebnis hatte, der durfte sich hinten nochmal anstellen und die anderen mussten sich setzen. Und wenn man am längsten noch gestanden hat, dann war man also der Held. Das war aber immer ein bisschen komisch auch, weil es natürlich für diejenigen, die nicht so schnell waren, ein bisschen demotivierend sind, aber das war noch relativ klassisch. Hat sich da im Mathematikunterricht viel geändert, dass vielleicht auch solche spielerischen Ansätze heute mehr zum Tragen kommen als früher? Also es gibt viele Lehrer, die nach wie vor erfolgreich auch auf so eine spielerische Wiederholung und zum Beispiel Kopfrechentraining und so weiter setzen. Im Sport, also das ist in anderen Fächern auch so, dass der eine da mal besonders glänzen kann und Erfolge hat und woanders da. Also wenn das irgendwie so ein lockerer Wettbewerb ist und so eine lockere Atmosphäre hat, spricht viel dafür, ab und zu auch in dieser Weise zum Beispiel zu wiederholen. Nochmal auf die Frage direkt zurückzukommen, also fordern und fördern, da kann man absolut nicht widersprechen, ja, das ist es. Und guter Mathematikunterricht wird auch das logische Denken schulen und wird auch das rationale Argumentieren und überhaupt hinterfragen schulen, was vielleicht in einer manchmal postfaktisch genannten Zeit auch seinen Wert hat, sozusagen. Ich sage immer, es hat viele Lehrplanreformen gegeben, es hat auch sogar eine Rechtschreibreform gegeben, es wird keine Rechenreform geben, da können wir von ausgehen. Okay. Wobei jetzt Matthias und Anne fragen oder feststellen, die Rechenwege, die wir damals gelernt haben, sind andere als die, die unser Sohn lernt. Sollen wir ihm trotzdem bei den Hausaufgaben helfen oder verwirrt das nur? Ich frage zuerst mal den Mario, geht dir das auch manchmal so, dass dein Sohn Aufgaben anbringt und du willst sie lösen und er sagt, Papa, wir haben das ganz anders Auf jeden gelernt? Fall, auf jeden Fall. Das ist schon in der 5. Klasse, also in der 2. Klasse geht es immer noch so, aber in der 5. Klasse auf jeden Fall. Die haben andere Rechenwege. Und ob ich damals bei dem Rechenweg in Mathe vielleicht nicht so genau aufgepasst habe oder ob es dann wirklich bei mir ein anderer war, das kann ich dann auch nicht so genau sagen. Auf alle Fälle versuche ich wirklich einen Schritt zurückzugehen und ihn das machen zu lassen. Selbstständig machen und dann frage ich, wie hast du das gemacht? Erklär mir das mal. Und dann kann ich auch die Aufgabe wieder nachvollziehen. Also
Kind fragen. Nie mit, also ich würde sagen, nicht mit meinen eigenen alten Rechenwegen da dazwischen funken. Also Frau Heizer nickt, na, aber hat genau, Ergänzung. also ich nicke sehr, wenn es heißt, eigentlich geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, wenn überhaupt nur. Und auch da erst bei Bedarf sozusagen. Für Interesse zeigen, das ist immer gut. Hilfe zur Selbsthilfe, wo ich dann wieder ein bisschen den Kopf geschüttelt hätte, wäre den anderen Lösungsweg nicht auch zeigen oder sowas. Es ist ja Okay. gerade eine der schönen Eigenschaften, dass oft verschiedene Lösungswege zum richtigen Ziel führen, dass man auch in aller Regel gute Möglichkeiten hat, selbst zu prüfen oder mal zu schätzen, könnte das richtig sein, was wir jetzt da gemacht haben. Insofern wird ein guter Lehrer auch offen sein für andere Lösungswege. Man kann dem Kind schon natürlich sagen, ich habe das so gemacht oder so gelernt oder ich erkläre mir das immer so. Wenn rüberkommt, dass es gut sein kann, dass der Lehrer seine Gründe hat, warum der das heute, ne? Man kann sich entlasten ja auch ein Stück weit schon durch die technischen Hilfsmittel, dann muss man es vielleicht auch ein bisschen anders aufschreiben oder wegen Stoffs, der noch darauf aufbaut oder so. Der Lehrer kann schon seine Gründe haben, dass er einen bestimmten Lösungsweg fordert. Und was er auch fordern kann, ist eben immer so, ich sage das immer so, schreib es so auf, dass ich, dass dein Freund und dass du selber in 4 Wochen noch ohne größere Erklärung daraus erkennen kannst, wie du da vorgegangen bist. Also in der Praxis sieht das ja so aus, dass mir dann mein Sohn, wenn ich ihm meinen Rechenweg erklären will, dann sagt er mir sofort, Papa, das ist falsch, so geht das nicht. Ich habe das gelernt in der Schule und so wird das gemacht. Und insofern, dann bin ich dann auch schon raus und Nee. lasse ihn dann sein Ding machen halt. Okay, aber falsch, also wenn das auch der Lehrer sagen würde, ist das nicht unbedingt, ne? Es kann gute Gründe geben, bestimmte Lösungswege zu empfehlen den Schülern. Das hängt sogar vom einzelnen Schüler ab. Aber man sollte auch an mehreren Beispielen zeigen, dass es verschiedene Lösungswege gibt. Gab es denn schon mal die Situation bei dir, dass du gesagt hast, jetzt weiß ich es aber auch nicht, wie das gehen soll? Ja, Gab es auch. gab es auch. Ja. Und was machst du Dann dann? muss ich meine Frau fragen. So viel zum Thema, So viel. können Männer besser Mathematik Ja. als nicht? Ist eigentlich was dran, irgendwie, dass man sagt, irgendwie, oh, es sind eigentlich eher die Männer oder die Jungs, die können besser Mathe? Also in der Breite, im Extrem gibt es gewisse Indizien, dass es da die Okay. Männer sind. Aber auch am anderen Ende der Extreme sind die Männer stärker vertreten. Also sozusagen die Gauß-Glocke ist einfach, die streuen ein bisschen weiter Also und Gauß-Glocke, das neigen. ist so eine Verteilungskurve. Ich sage es jetzt mal für die Genau. Nicht-Mathematiker. Ansonsten, ich meine, im Studium studieren ungefähr 40% Frauen auch Mathematik. Also da ist es überhaupt nicht so. Und im professoralen Bereich sieht es leider noch nicht aus, so ganz so aus. Da ist es eher so zwischen 10 und Da sind Sie allein 20. auf weiter Flur. Das nicht, aber man kämpft eher um die 20%, sagen wir mal. Während ich glaube, dass es dem Fach wie fast allen anderen Bereichen eben auf Dauerparität eigentlich am besten täte. Es gibt brillante Mathematikerinnen, gibt es schon eine Field-Medaille, auch an eine Frau gegangen, 2 Leibniz-Preise und so weiter. Also, Aber das und das kommt im einfach zu Alltag wissen, wahrscheinlich wenig an. Nur im weniger, weil diese eine Frau neben 30, 35 Fields-Preisträgern bisher steht, die alle männlich waren. Ich fand es interessant, der Studienkreis hat eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben und hat die Eltern gefragt, traut ihr euch eigentlich zu, euren Kindern in Mathe zu helfen? Ja, könnt ihr das oder könnt ihr das nicht? Und das Interessante war, wenn man gerade guckt, 5. bis 10. Klasse, da waren 3/4 der Eltern davon überzeugt, ja, ich kann meinem Kind helfen. Dann haben wir außerdem auf Instagram nochmal die Kinder zu Wort kommen lassen, oder die Jugendlichen, muss man ja sagen, 5. bis 10. Klasse. Wie seht ihr das eigentlich? Können euch eure Eltern helfen? Und erstmal, bevor ich die Zahl sage, ein paar Kommentare. Sie versuchen es sich schnell beizubringen, ist dann falsch und rechnen es dann mit mir falsch. Oder, welche Erfahrung hast du mit deinen Eltern, wenn sie bei Mathe helfen? Tränen und Fliegen der Taschenrechner? Außerdem Streit, Schreien, ich renne heulend in mein Zimmer. Und abschließend sagen sie, naja, können dir deine Eltern helfen? Eigentlich nur ein Drittel sagt ja, 2/3 sagen nein. Also nochmal das Verhältnis. Die Eltern sind zu 3/4 der Überzeugung, ja, sie können helfen. Und die Kinder sagen zu 2/3, nein, ihr könnt nicht helfen. Wie sieht's die Expertin? Also definitiv ist das ja grundsätzlich eine andere Wahrnehmung sozusagen. Ich habe das Gefühl, ich erkläre gut und
der zuhört, findet das auch gut erklärt, weil das ganz viel damit zu tun hat, ob ich seine Sprache wähle, ob ich ihn an der richtigen Stelle abhole und sowas alles. Diese manche Äußerungen zeigen natürlich, dass leider, leider da offenbar negativ besetzt vielleicht das ganze Themenfeld Schule oder sowas schon ist. Da bin ich vor allem der Meinung, während den Anfängen schnell mal gucken und dann glauben, das ist sicherlich ein Fehler, dass man vielleicht sogar auch zu schnell umschaltet. Und sei es, weil man nicht so gerne vor den Kindern mal sagen will, Mensch, muss ich auch erst noch mal gucken oder zeig mal, wie habt ihr das denn gelernt? Wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, so ungefähr würde ich das sagen. Dass die im höheren Schulstoff, also meine Lateinkenntnisse zum Beispiel, das habe ich an der Schule gemacht, aber da bin ich aus dem FF natürlich nicht mehr so flüssig oder Philosophie habe ich nicht gehabt. Das fände ich schlimm, wenn meine Söhne da nicht mehr in der Schule lernen würden, als was ich dann akut weiß oder Und sagen das Schöne kann. ist ja eigentlich an Mathematik, dass wenn man mal die Grundzüge verstanden hat, man sich auch ganz viel selber erschließen kann und dann eventuell ja auch ja, dem Papa in dem Fall voraus Genau. sein kann. Wie würdet ihr das einschätzen? Was gibt es vielleicht Missverständnisse? Du hast ja auch einen Beitrag geschrieben in deinem Blog, eben Mathematik, wie kann ich als Elternteil helfen? Was kam da an Reaktionen, wo man sagt, vielleicht das sind so typische Missverständnisse, was Eltern dann irgendwie mit Mathematik-Hilfestellung verbinden, wo du sagst, das ist vielleicht keine gute Idee. Ja, auf alle Fälle kamen, also auf diesen Artikel kamen schon einige Elternstimmen so aus meiner Leserschaft zusammen. Aber hauptsächlich ging es halt darum, auch ja, wie kann man heutzutage viel leichter lernen? Also das ist, denke ich mal, das große Problem, das viele noch im Kopf haben, so bei Mathematik, das ist halt wirklich ja, Lernstoff. Aber diese Detektivgeschichte, die eigentlich in der Mathematik drinsteckt, dass ich ja, dass ich als Kind relativ schnell Erfolge habe, wenn ich die Aufgabe nämlich richtig löse, habe ich ein richtiges Ergebnis. Und das fehlt, also dieses Erspüren, dass das eigentlich ein tolles Fach ist. Und das, denke ich mal, muss viel mehr von den Lehrern so kommen. Und da, ja, fehlt Aufklärung, denke ich mal. Wie siehst du das? Was gibt es so Also, typische Missverständnisse? typische Missverständnisse ist sicherlich die Ausstrahlung. Also das Hauptsache sich darauf einlassen. Er hat zum Beispiel selber gesagt, nein, mein Lieblingsfach war es nie. Vielleicht sogar fiel mir auch phasenweise nicht so leicht, aber ich sehe heute, dass ich es brauche und so weiter. Also was das Bild der Mathematik in der Gesellschaft angeht, so die Richtung ist trocken, vielleicht sogar ist absolut gesellschaftsfähig, wenn man das nicht kann oder nicht mag, so ungefähr. Da erlaube ich mir immer, dass jeder mal mache mal folgendes Gedankenexperiment. Sie hatten mit Sicherheit in der Klasse alle welche, die Mathe sehr mochten und wenn es vielleicht nicht so viele waren, aber die es wirklich sehr mochten und auch gut damit zurechtkommen. Wie viele davon sind in Berufe gegangen, Journalismus, Politik, Literatur, wo sie so das öffentliche Bild prägen, sozusagen. Also da wage ich die These, dass das dann eben vielleicht nicht ganz so repräsentativ ist. Aber dass die Missverständnisse, was ich auch, sie können es nicht, die Eltern dürfen es nicht an die Note koppeln, sozusagen. Man kann sagen, ich möchte, dass du 1,5 Stunden jetzt dich hinsetzt oder so, wenn man sich interessiert hat und es vor der Arbeit ist oder so gleichmäßig. Aber man kann nicht sagen, ich möchte bei der nächsten Arbeit eine 2 sehen oder sowas. Das hängt an so vielen Dingen, die das Kind gar nicht im Griff hat, vielleicht. Sie haben es gerade eben schon selber angesprochen. Häufig hat Mathematik so ein bisschen was, ja, es ist nicht so schlimm, wenn man es nicht so gut kann. Ja, also wenn ich Goethes Faust nicht kenne, dann ist es immer so ein bisschen, na ja, aber wenn ich die binomischen Formeln nicht kenne, oh, brauchst du nicht. Ja, war auch schlecht in Mathe. Woher kommt dieses Laissez-faire, was die Mathematik angeht? Und ist das ein neues Phänomen oder gab es das vor 100 Jahren auch schon? 100 Jahren kann ich schlecht sagen. Es ist jedenfalls kulturabhängig. Also es ist nicht überall auf der Welt so. Das würde dafür sprechen, dass es auch vor 100 Jahren anders gewesen sein kann. Ich würde es vielleicht auch ein Stück weit bestreiten trotzdem, aber es stimmt schon. Es trägt manchmal bei einer Quizshow oder sowas durch auch, welche Fragen schwierig gefunden werden oder sowas. Es gibt
also die Sichtbarkeit sozusagen, wie relevant Mathematik ist, die ist vielleicht manchmal etwas verborgener oder die Mathematik ist stärker im Hintergrund. Guter Unterricht und der Unterricht von heute ist sehr viel stärker darauf ausgerichtet, wird aufzeigen, wo die überall drin steckt und wofür die alles gut ist. Das würde ich so sagen. Und dann einfach, auch wenn man sagt, wie gesagt, wir haben eben gesagt, manche glänzen im Sport, manche glänzen in der Musik. Warum darf nicht auch mal einer in Mathematik glänzen, sozusagen? Ist es cool, mit Leichtigkeit einen gut bezahlten Job zu kriegen? Ist es cool, wenn man freitags mit guten Gründen nicht zur Schule geht, sozusagen, ernsthaft sich fit zu machen, zu Lösungen beizutragen, auch mal also vorrechnen Stichwort Fridays zu können. For Future. Ja, ja, also auch mal vorrechnen zu können, wo Probleme liegen, wo Lösungen liegen könnten und so weiter. Also vielleicht muss man da manchmal dann noch einen Schritt weiter gucken. Nicht permanent, aber ne, das Spielerische auch deutlich machen. Fehlt uns das vielleicht auch im Alltag, dass wir da zu wenig darauf achten, wo eigentlich Mathematik ist und deswegen auch selber vielleicht gar nicht so diese Begeisterung haben und die Schönheit sehen, dass da Mathematik im Spiel ist. Auf jeden Fall, das fehlt uns. Aber ich würde nochmal zurückkommen, was Sie gesagt hatten. Es ist halt wirklich so, jeder Mensch hat eine andere Begabung, eine andere Fokussierung, auch in der Schule schon. Und man darf das einfach nicht so starr sehen. Ne? Wenn Mathe jetzt eben nicht das Fach ist, dann muss man einfach ein bisschen locker lassen und das kommt vielleicht 2 Jahre später. Ne? Also ich denke mal, man muss diese ganze Verkrampfung um das Thema aufheben und auch die Verkrampfung in der Schule halt. Ne? Ob Schulnoten da noch der richtige Weg sind, ist okay, ich glaube, das wäre ein neuer Talk. Ob Schulnoten das Richtige sind. Aber auf alle Fälle, dein Fazit höre ich raus, ist es einfach ein bisschen lockerer zu nehmen. Die Motivation des individuellen Kindes mehr beachten, das wäre mein Wunsch für meine Kinder und für alle Kinder in der Schule. Okay. Ihr Fazit? Mehr zuhören, Hilfe zur Selbsthilfe, sich interessieren, vormachen, dass man sich darauf einlässt, dass man auch nochmal neu gucken muss oder dass man es vielleicht anders gemerkt hat, dass man sich auch im ersten Anlauf verrechnet, aber merkt, nee, das kann nicht stimmen, zum Beispiel. Und wie gesagt, fast alle Themen führen zur Mathematik. Es gibt verdammt viele, die wir ohne Mathematik nicht sinnvoll beackern können. Ja. Alles klar. Fast alle Wege führen zur Mathematik. Das ist doch was. I love Mathe. Schönes Thema für heute den Tag. Schönes Thema für den Talk heute. Vielen Dank, dass Sie beide da waren. Gerne. Nochmal, da war Professor Dr. Johanna Heitzer von der RWTH Aachen, Didaktik der Mathematikprofessorin, und der Blogger Mario Förster mit netpapa.de. Genau. Diesen Talk gibt es natürlich auch zum Nachgucken hier auf der Seite, beziehungsweise wenn ihr sagt, oh, den nächsten Talk möchte ich auch mitbekommen, dann einfach hier den Studienkreis-Kanal abonnieren, dann kriegt ihr Bescheid, wenn das nächste Mal ein Talk ansteht. Außerdem gibt es natürlich auf der Webseite des Studienkreises jede Menge Informationen und Tipps, wie man irgendwie Mathe auch mit den Kindern gemeinsam machen kann. Ich habe auf alle Fälle mitgenommen, Mathe macht Spaß und man kann vor allem Mathe mit viel Spaß vermitteln an die Kinder, dass sie auch Spaß haben und Mathe überall sehen, wo es ist. Und zum Schluss halte ich nochmal das Plakat hoch, wenn es mir irgendwie gereicht wird. I love Mathe, ich liebe Mathe. Bis zum nächsten Mal. Mein Name war Uli Grunewald, mir hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.